Es war einmal ein Fotograf. Ein Fotograf, der jahrelang eine OP aufgeschoben hat, um Ende 2019 zu entscheiden, dass es im Sommer 2020 endlich soweit sein sollte. Da er dann nach dieser OP ein paar Monate ausfällt, hatte er sich überlegt, im Frühjahr ein paar mehr Workshops zu machen, um die Einnahmeverluste im Sommer zu kompensieren. Mit den Einnahmen aus diesen Workshops wollte er gleichzeitig auch die Produktion seines neuen Bildbands finanzieren. Den Bildband wollte er unbedingt noch vor seiner OP rausbringen. Ein Bildband, für den er wunderbare Bilder gemacht hat in New York, in Belgien, auf Mallorca und vielen anderen tollen Orten mit vielen wunderbaren Menschen. Anfang 2020 sah das alles ganz super aus. Alle Workshops sind ausgebucht. Der Auftrag an die Druckerei ist vergeben. Alles, was also von langer Hand geplant wurde, scheint wunderbar zu funktionieren. Und dann kam Corona. Es war der französische Philosoph Blaise Pascal, der einmal gesagt hat: Willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm von deinen Plänen. Und genauso war es dann wohl bei mir. Ihr könnt euch vorstellen, der Fotograf, von dem ich spreche, das bin ich. Den Lacher hatte ich also auf meiner Seite. Allerdings ist das natürlich nicht wirklich lustig, überhaupt nicht. Welches Unternehmen kann ein halbes Jahr, und wenn es doof läuft, noch länger auf einen wichtigen Umsatzträger verzichten? Das ist hart, das geht an die Substanz. Und das ist auch der Grund, warum ich die Publikation meines Bildbands nicht aufgeschoben habe, obwohl ich jetzt natürlich zusätzlich die nicht unerheblichen Druckkosten an der Backe habe. Aber erstens würde ich dann ja noch meinen zweiten Umsatzträger auch noch beschneiden und teilweise verlieren, nämlich meine Bildbände. Und zweitens, jetzt erst recht. Augen zu und durch, Bange machen gilt nicht. In Kürze gibt's also meinen neuen Bildband. Black is a Color heißt er und wird bereits in 4 Wochen erscheinen. Knapp 300 Seiten, 2,5 Kilo schwer, also ein ganz schöner Brocken. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr mein neues Baby genauso liebt, wie ich das tue. Es sind, wenn ich mich nicht verzählt habe, 165 Bilder auf diesen knapp 300 Seiten enthalten. Die Bilder sind entstanden zwischen 2017 und 2020. Also überwiegend Neues, auf das ich sehr, sehr stolz bin, aber eben auch Perlen von 2017 zum Beispiel, die schon längere Zeit in der Schublade liegen und jetzt endlich raus dürfen. Ja, was gibt's zu sagen? Porträt und Akt, schwarz und weiß, vor allem schwarz. Black is the color, you know. Ein Wort zum Layout vielleicht noch. Da bin ich besonders stolz drauf. Wieder mal kongenial umgesetzt von Mattes. Ganz anders als Diversity, aber schaut es euch am besten selbst an. Ab sofort könnt ihr Black is the color im Webshop bestellen, bis Ende Mai, sogar mit einem kleinen Vorbestellerrabatt. Und für die Fans von Fine Art Prints gibt es sogar ein kleines Bundle von Buch und Print. Wenn ihr mir also was Gutes tun wollt, bestellt bitte. Ich danke euch vielmals für eure Unterstützung. Wenn alles gut läuft, treffen wir uns allerspätestens im nächsten Jahr in meinem Atelier in Hahn bei jeder Menge Kaltgetränke und leckeren Sachen, die beste Ehefrau von allen für euch backen wird. Dann feiern wir die Tatsache, dass wir den ganzen Scheiß überlebt haben. Mit ein bisschen Verspätung meinen neuen Bildband und ja, mit etwas Glück auch meine neue Hüfte. Keep your fingers crossed. Haltet die Ohren steif, bleibt mir gewogen. Alles Gute für euch, bleibt gesund. Bis bald, euer Andreas. Ciao.